Wenn die Comedy-Hirten zu Gast sind, dann ist der Kultursaal in Vösendorf voll. Die Meister der Parodien und Imitationen beweisen auch mit ihrem aktuellen Programm Alles perfekt wieder einmal ihr meisterhaftes Können. Ja, also ich als Gerrit Friedle habe halt eine super Frisur, was normalerweise immer der Andreas Gabalier hat. Aber ich kann nur sagen, ich setze mir schon meine Eierschalenschuhe auf, gell? Und dann habe ich so eine Gaudi, wenn ich euch sehe von einem Eins und überhaupt alle sehe, da hat es mir die von lauter Gaudi die Eierschalen vom Herrn noch immer. Da tanzt die Rätsel auf der Glatzen. Ich sehe schon weg, ja. Also einfach alles perfekt. Schöner, reicher und glücklicher mit den Comedy-Hirten, denn die versprechen ihrem Publikum in ihrem neuen Programm ein besseres Leben. Wir möchten den ganzen Selbstoptimierungswahn, dass immer alles besser sein soll, dass man jeden Tag so viele Ratgeber liest, das wollten wir ein bisschen auf die Schaufel nehmen und haben diesen ironischen Titel Alles perfekt dazu gewählt. Fest steht, nach 2 Stunden gehen die Leute im Publikum glücklicher, reicher und intelligenter nach Hause. David, herzlich willkommen, schön, dass Sie gekommen sind. Vösendorf, einer der wenigen Orte noch, wo für die SPÖ wirklich die Richtung noch stimmt. Jurassic Park, der Sozialdemokratie. Wir kennen ja den seit 2019 den Unterschied zwischen Ägypten und Österreich. Ägypten liegt am Roten Meer, wir haben bald keine Roten Meer. Wie entsteht denn ein solches Programm? Wo nimmt man die Inspiration für so etwas her? Ein Comedy-Hirten-Programm entsteht dadurch, dass wir uns meistens im Garten von Peter treffen im Sommer und reden, was könnte man machen, welche Prominenten wollen wir parodieren von Sport, Politik und Gesellschaft. Man, von der Politik werden sie dann eher aufs Auge gedrückt und dann schreibt man das Ganze und da bringt jeder seine Ideen ein. Aber man beobachtet einfach jeden Tag. Hallo, Grüße, hier ist Vösendorfer Luschen, da ist der Marco Naudovic. Und ich bin der Araber, Zu parodieren gehört zu der Königsdisziplin im Kabarett und kaum jemand beherrscht das so gut wie die Comedy-Hirten. Und aus meiner Sicht zum Beispiel, aus Sicht von Sebastian Kurz, freue ich mich auch. Ein 1 steht für Nummer 1, also für mich, das ist wirklich einzigartig. Und ich kann natürlich auch der Sepp Forcher sein, das ist überhaupt kein Problem, das macht gar nichts. Oder auch zum Beispiel Reinhold Messner, das macht auch nichts, da kann man sofort hinschlüpfen. Oder ich kann auch sofort zu Peter Meuze und Herbert Bohaska geben. Ja, ich bin der bei Bohaska nur in der Arbeit und im Privatleben bin ich nur der Wolfgang Ambras, weil ich den ganzen Tag beim Heiligen sitze. Ho, ho, ho. Das ist, glaube ich, es ist kein Comedy-Hirtenabend ganz gleich. Und was direkt für Leute zu machen, das wird bestehen bleiben, trotz Facebook, Instagram und YouTube. Ich glaube, live ist noch immer das Schönste. Oder Herbert? Ja, life is life, sage ich nur. Jetzt geh ich ein paar Bier, sonst der Spül ist nicht. Ne?